Jetzt aber, weiter geht's. Auf zur Krähentür. Sonst haben wir ja alles. Da ist noch eine Vorratskammer im Saloon. Achso, das ist im Haus. Vergesst es. Das ist altes Haus. Da ist nur eine Krähentür. Muss der halt hinkommen? Was? Seven, wie ist sie möglich? Hä? Was denn jetzt los? Es ist kein Online-Spiel. Was willst du jetzt mit Netzwerkverbindung? Oh, alte Frau hier im Weg. Geh mal halt dadurch. Ist auch viel kürzer. Weil da ist ja dann die Treppe. Ich soll vielleicht mal Licht anmachen. Boah, vielleicht nicht ganz so hell. So ein bisschen Licht, dass man mich auch sehen kann. Nicht da nur dunkler. Für Horrorspiel. Aber so ganz ohne Licht, da hast du mich mir eben nicht gesehen. So, okay. Auf, hinauf. Hinauf, zur Krähentür. Ich hab dir gesagt, du darfst hier nicht rein. Ich hab nicht auf dich gehört. Wo bist du? Du bist nicht meine Mutter. Auch wenn du das denkst. Okay, du kleiner Schwanzlutscher. Jetzt wird's richtig ernst. Ja, ich komme einfach hoch. Du wirst in diesem Loch sterben und es wird dir gefallen. Würdest du bitte? Das war's ja von. Ja, den Ort, den du verloren hast. Du denkst, du kannst einfach reinkrabbeln und dich an meiner Familie vergreifen? Ja. Genau das habe ich gedacht. Gott allein weiß, was du und Zoe getrieben habt. Wieso funktionieren meine Köpfe nicht? Nicht nett, Schätzchen! Warum bleibst du denn nicht unten? Ich bin meine Hilfe! Komm! Ach, hör es auf! Jetzt hier runter, jetzt kann ich hoch. Hier. Nein! Natürlich hilft dir nicht. Das hier steht dir ganz recht. Ein Sumpfvollkäfer. Einmal aufmachen, danke. Ah ne, das habe ich schon mitgenommen. Irgendwo hatte ich noch Festbrennstoff. Da ruft gleich Dingens nochmal an. Wir haben ja genug Medizin. Lauter komische Puppen, das brauchen wir. Ich schaue mich aber vorher nochmal um. Nehmen wir was Messer. Ich fühle mich mit dem Messer nicht schneller, obwohl es keinerlei Unterschied macht. Von Geschwindigkeit her. Eine Puppe. Eine Strohpuppe gebaut. Ich bin so faul zum Lesen. Du willst immer lesen, du musst Stopp drücken. Oder klippen, keine Ahnung. Das ist im Müll.
Das war mal eine Ratte. Brennstoff. Ja, den nehme ich gerne. Habe hier einiges verbraucht. Von unten bin ich gekommen. Ich muss kurz überlegen. Da brauchen wir die Lappe von der Mutti, glaube ich. Für hier das Ausgleich-Waage-Ding. Münze, nice. Solange wir können uns eigentlich. Ne, eine fehlt noch, oder? Na, ich habe die anderen zurückgelassen. Ich glaube, eine Münze fehlt und dann können wir uns die gute Pistole leisten. Und die lohnt sich halt wirklich. Finde ich jetzt zumindest. So, dann nehmen wir das Ding mal mit. Was zum? Yay, ja genau das, was wir brauchen. Gehirnnerv und peripherer Nerv. Ich glaube, das ist es. Bist du sicher? Ich weiß ja auch nicht, was das Ding da... Ja, dann nimm mit. Guck jetzt nicht Chloe an? Doch da, Chloe an. Es war doch Chloe. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Den hat man hier immer auf dem Schreibtisch. Aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Ja, das machen wir. Wir brauchen halt jetzt die Lampe als Gegengewicht. Ich soll das Köpfchen nicht mitnehmen. Das müsste jetzt ausreichen als Information, dass das, ja, Mutti ist soweit. Mutti geht spazieren. Da, Lampe, tschüss. Gehen wir mal hinterher, wir haben nichts Besseres zu tun anscheinend. Mutti, warte, ich will mal kurz mit dir reden. Und das vier Augen. Von mir aus unter auf 6 oder 8, ich weiß nicht, wie viele Augen du hast. Geheimgarnbrunnen, falls mal was passiert. Achso, hä? Sind wir jetzt beim Wohnwagen? Nee. Ja, nee, vielleicht doch. Nee. Sind woanders. Doch, hier ist der Wohnwagen, da können wir raus. Wo landen wir hier? Da geht's unten und da geht's oben. Ja, oder. Achso, so ein verwelkte Blumen. Ich dachte, das hat jemand irgendwelche Vögel aufgespießt. Okay, da können wir nicht rein, da kommen wir vielleicht dann da raus. Zum Glück kann man immer schön hier im Kreis laufen. So, wir sind hier. War das hier schon, wo wir gegen die Mutti kämpfen? Hier bringt noch Spinnen. Wahrscheinlich auf der anderen Seite der Tür. Was für späten Weg. Ja, das hätte ich mir von einem Tor nicht gedacht, dass das im Weg steht. Ich meine, das ist der Sinn, dass man ein Tor hinstellt, dass da keiner durchkommt, dass das irgendjemand im Weg steht. Irgendwas
was nehmen? Nö. Da haben wir nur ein Loch. Ach, die Türe war zu. Ja, ist ja egal. Na, mal gucken. Das Zeug mitnehmen. Ich muss ein bisschen sparen. Halbwegs sparsam mit dem Zeug umgehen. Nimm. Ah, oh, natürlich, das ist voll. Kann ja nie wegwerfen, Mist. Gut, dann behalten wir uns das im Hinterkopf. Da kann ich irgendwas. Nee, ich habe gar keine Schienen. Ja, da. Aber nichts zum schon mischen. Schwierig. Na gut, behalten wir uns im Hinterkopf. Da werden wir wahrscheinlich schon mal hinkommen können. Hier ist. Ah, da, das war's. Okay, das ist halt. Beutel ist voll. Bringt nichts. Da kamen wir her, also gehen wir hoch. Wir werden das klären. Fertig, Ethan! Hau sie! Tritt sie, schlag sie! So, wo ist sie? Ich werde dich kriegen! Ranstecken ist, glaube ich, bei ihr eine gute Maßnahme, jetzt glaube ich. Wie sind denn noch so Dinger, wo sie sich heilen kann? Wo ist sie denn? Wo ist die Gute? Wo ist die Schlechte? Wo ist sie denn? Oh, die zieht durch die Dinger durch. Alles, ich bin noch Platz. Wow. Wo ist er denn? Wo bist du denn? Ach, das ist nur so ein blöder Käfer. Geh fort. Muss ich die finden? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, wo steckst du denn? Nicht weggehen, Kleiner. Halt dich nicht vor. Wieder. Ich hab dich gesucht. Oh, Ivo, du bist zu langsam. Wo kommst du her? Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr, Junge. Also wieder hoch. Wo geht's hier hoch? Hab dich. Sicher. Ich will aber nicht alles direkt
das war's schon. Nice. Bleib doch einfach tot, okay? Ja, dann wäre ich auch für. Ein bisschen heilen. Oh, jetzt hätte ich keinen Platz. Ach doch, weil ich Medizin genommen habe. Weil hier so viel Zeug, das kann ich eigentlich nicht mitnehmen, wenn ich hier volles Inventar habe. Was sind halt wahrscheinlich die Ausgangsstände? Dann werden wir den Ausgang wieder finden. Ich hab so eine Karte. Ah, guck mal hier. Muss ich in die Richtung? Ja. Machst du mir den Weg frei? Okay. Mach die Tür auf. Guck mal, funktioniert das auch, wenn wir die Tür aufmachen. So, weit so gut. Machen wir das auf. Gut. Komm, geh durch. Was brauchst du immer so lange? Du bist zu langsam, Ethan. Kein Wunder, dass sich jeder schläft. Boxsack der Familie Baker. So, okay. Erstmal die Tour. Ah, guck mal, es reicht für die. Wer macht das darüber? Den brauche ich. Das brauche ich auch gleich. Aber ich kann mir das teure, das Gerätchen hier leisten. Hole ich mir auch als erstes, weil sonst verpeile ich das nicht, dass ich irgendwie was zu wenig habe. Ich habe zwar noch keine Muni für, aber das macht ja nichts. Würdest du bitte das Ding da rausnehmen? Aber die war ja nicht kaputt. Ja. Aber die hebe ich mir für später auf. Aber die habe ich jetzt schon mal. Was ich schon habe, kann ich nicht vergessen. Was wir haben, das haben wir. Und die mal darüber. Dann haben wir zwei Plätze. Und einen Krähenschlüssel. Dann müssen wir die Lampe abgeben. Um die dann gegen einen Arm oder einen Kopf. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben erst den Arm gekriegt. War das? Nee, das war nicht das Richtige. Manche. So, einmal hier durch. Das ist ja schon relativ weit am Anfang, das Türchen, wo wir durch müssen. Das ist aber ganz praktisch. Die Mutti hat echt einen weirden Geschmack. Ich glaube, wenn du so so einsam und verlassen lebst, hast du generell doch sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dein Geschmack, was Einrichtungen angeht, doch sehr abstrus werden kann. So. Gibt man auch keine ausgedruckten Tiere irgendwo großartig hinhängen. Okay, da war das Ding, was wir brauchen für die Info, dass er irgendwie nicht mitnehmen will, weil Koffer tragen schon schwierig. Ah, da war gerade was mit dem Piano. Hat den gespielt? Mit Kerzen auf dem Piano ist aber auch gar nicht so gut. Das glaube ich, das tut ihm nicht so gut. Auch generell die Kerzen auf dem Sofa und ja. Auf dem Tisch verstehe ich noch so halbwegs. Aber auch nicht in der Masse, wie die geschmolzen sind. Aber das ist doch jetzt hier Brandstiftung, oder? Die Kerzen auf Sofa. Generell überall Kerzen. Na, wo Licht geht, hat hier ist schwierig. Haben wir ja noch irgendwas? Ne, hier war ja nichts mehr. War ja nur hängendes Lämpchen auf. Das hätte man auch nicht irgendwie anders machen können. Man hat den Faden ja da nicht gesehen, der an dem Hebel hängt. Oh, Aussicht auf das Krokodil.
ein paar Zettel. Die Weihnachtsdeko ist auch noch, also schon ein Weilchen her. Ist auf der anderen Seite was? Ja, die Tür einzutreten. Nee. Pfeil nach oben? Ja, schön, aber... Will ich irgendein Spielzeugding? Nee, hat einfach nur jemand da reingeschnitzt. Hier ist nix. Irgendeiner schmeißt mit Bällen, auch gut. Noch mehr Stoff. Ja, ein Stoffdino. Ich will auch so ein Stoffdino. Haben wir hier noch was drin? Mach auf. Schuhe. Seltsamer Schuhschrank, aber okay. Wenn man nichts anderes hat, kann man den ja nehmen. Immer muss das Zeug ja hin. Immer hat das Fahrrad nicht versucht, da reinzustellen. Wir den hier aufmachen. Da, und es sind, da sind noch mehr Puppen. Okay. Achso, war zum Zumachen. Oh, guck mal. Hat jemand ein Bild gemalt. Ach, ein Schiff. Achso, das ist das Schiff. Ich dachte, hey, ist eine Motte. Also ein Schiff. Teddy. Ui, dem Teddy hat jemand nicht gut getan. Oh. Sehr lustig. Wenn man schütteln, ist ja mal so aus dem Maul gekommen. Na dann. Aber sonst haben wir nichts Spannendes mehr hier. Gehen wir durch die Tür durch. Können wir auch nicht aufmachen. Wo sind wir denn hier? Hier ist alles zu. Kinderzimmer? Ja, wir sind ja in einem Bereich, wo wir noch nicht waren. Okay. Alles runtergenommen. Bin ich denn drauf getreten? Das war eine komische Ratte. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Okay. Will mich hier keiner von euch Pilzmonstern angreifen. Oh, jetzt macht er nicht wieder das Licht auf. Nee! Bin ich so weit gekommen, muss ich den ganzen Quatsch mitmachen, jetzt gehe ich auch durch. Na ja, da ist der Ball. Okay, halt nicht. Kinderbett. Achso, ist Evelyns Bett wahrscheinlich. Guck mal aus. Oh, noch mehr Briefe. Ah, okay, hinterm Bett. Das war eindeutig. Das ist auch sehr eindeutig, da gehe ich aber noch nicht hin. Bei mir noch irgendwas. Was im Bett? Kann ich mich einfach mal schlafen legen? Anscheinend nicht. Yeah, bück dich, danke. Kannst du dein kleines Geheimversteck machen? Oh, wie süß. Mit, ja, hier gab es lecker Obst. Haben wir eine Banane, eine Orange, Mandarinchen, glaube ich. Vielleicht auch noch ein Apfel. Und ist das noch zwei Weintrauben? Nee, das sind große Weintrauben. Na, so große Weintrauben. Hier ist noch ein Schuh, eine Puppe. Ah, guck mal hier. Ah, wir kriegen erst einen Arm. Seltsame Puppe. Würde ich jetzt nicht unbedingt für Kinder empfehlen. Ich schätze, das ist er. Aber Evelyn ist ja auch ein bisschen ein anderes Kind. E2. Der stand da eben noch nicht drauf. Es pulsiert so ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob der Puppe das so gut tut. Deko. Haben die eben auch schon gehangen, die Puppen? Die abhängen. Na, guck mal. Da stehen nackige Füße. Bück dich. Danke. Sie hat Brüste an die Wand gemalt. Das darf ich gar nicht zeigen. Das ist nicht TOS.
Boah. Ja, bin ich hier richtig Heckfresse. Was für eine Linie schlägst du nochmal auf? Läuft liegen, okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der vor der Tür steht. Sind noch eine? Stimmt noch einer. Es waren ja so wenige Gegner. Da, wusste es. Nice, ein Schuss reicht für die Viecher aus. Zumindest für die Sorte. Ich würde zum Nachfüllen vielleicht stehen bleiben, wenn ich schon hier irgendwo dagegen gelaufen bin. Ja, die Deko abgerissen und lag die vorhin schon da. Da, von vorne oder von hinten? Vorne. Nachladen, gehen ja leider nur zwei Schuss rein, aber es macht ja nichts, wenn einer ausreicht. Ist hier noch jemand? Haben wir ja Schrotflinten, macht das wieder mehr Spaß. Ich mag Schrotflinten. Ja, so schön. Bums. Oh, was soll das? Jedes Mal. Weil weiß ich, dass ich am Telefon vorbeilaufe. Oder rufst du die ganze Zeit einfach an, bis du irgendwann mich erwischst? Hast du ihn gefunden? Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt Mach's haben, schon. Können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Ich bezweifle, okay, dass einer von denen jetzt wirklich das Know-how hat, da jetzt ein Serum aufzubrauen. Wo willst du das machen? Dann machst du eigentlich in einem Labor. Ja, vielleicht haben die ein Labor unterm Keller oder so. Man weiß ja nie, was sie so zusammenbrauen. Sei es Schnaps, sei es noch irgendwelche andere Sachen. Und man kann ja nicht eben mal in der Küche so ein Serum zusammenbrauen. Ja, was weißt du, was die alles so bei sich zu Hause haben. Haben hier Business aufgebaut mit, keine Ahnung, Moonshine oder so. Ich glaube, das andere sage ich mal lieber nicht. Ich weiß nicht, was besser ist. Muss alles TOS sein. Ich habe keine Ahnung, was man sagen darf und was nicht. Aber bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Also bis jetzt ist noch alles okay. So, einmal zurück in den Wohnwagen. Hallo, ich bin zu Hause. Und jetzt ruft der Nächste an, nur das Telefon. Ja, nehmen wir das so lang. Ich jetzt meine Pizza. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, Hi, Buddy. Dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Ist okay, darf sie. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Bin ich denn keine Familie? Also, anscheinend nicht. Wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen. Und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Das ist aber Aktivität. Freundlich. Du bist schon ganz scharfkopf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht komm. So. Ja. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Netter Kerl. Mit Reisepersönlichkeit. Und der Kühlschrank. Was er Guck mal da. Es sieht auch sehr gesund aus. Okay. Im Zerlegungsraum. Ich wette, er will, dass wir in den Zerlegungsraum gehen. Ich weiß zwar nicht, wie wir drauf kommen.
Soll ich den Arm mitnehmen? Ich glaube, ich lasse den Arm erstmal hier. Wir brauchen ein bisschen Sammelzeug.